Grüezi miteinander und willkommen im Verkehrshaus. Die nächsten paar Minuten nehme ich euch mit auf ein kleines Reisli quer durch das diesjährige Weihnachtsprogramm durch. Und ich zeige euch auch ein paar beliebte Geschenksideen für das Jahr. Und mit dem fangen wir gerade an. Und dafür gehen wir rüber in den Verkehrshaus-Shop. Los! Normalerweise hört ja der Verkehrshausbesuch hier in unserem Shop auf. Aber ein paar Leute fordern eben hier an, bevor sie es überhaupt wissen. Geschenkgutscheine gehören nämlich schon lange zu einem beliebten Geschenk für unseren Weihnachtsbaum. Egal ob fürs Museum, fürs Plani, fürs Filmtheater oder für die Edge. Und für die ganz grossen Fans, warum nicht eine Geschenksmitgliedschaft im Verein? Mit der hat er nämlich das ganze Jahr freien Eintritt ins Museum. Und gerne wird das auch kombiniert mit Produkten aus unserem Shop, aus unserer eigenen Merchandise-Linie im ikonischen Strassenschilder-Look. Oder wieso nicht mit etwas Süßem kombinieren? Weil wenn wir ehrlich sind, probieren wir es mit den jährlichen Diätzielen wieder im Januar. Unser Mädchen-Chocolatier von Lind produziert jeden Tag frische, selber gemachte Schoki und verzieht sie sogar mit einer individuellen Grußbotschaft. Aber während Weihnachten wird Schoki zum Erlebnis, weil das beliebte Teddybären-Giessen ist auch dieses Jahr wieder Teil unseres Weihnachtsprogramms. Und die Kinder können ihre eigenen Schoki-Bären giessen und verzieren. Sehr gerne wird das auch kombiniert mit etwas anderem von unserem Weihnachtsprogramm, beispielsweise mit der Weihnachtsgeschichte in unserem Planetarium. Und dort gehen wir jetzt gerade. Kommt mit! Weihnachtsgeschichte gehört schon seit vielen Jahren zu unserem Programm und ist mittlerweile ein Klassiker geworden. Die biblische Geschichte rund um Weihnachten, erzählt von Jolanda Steiner, ist wie ein animiertes 360-Grad-Bilderbuch. Ob mit den Eltern in der Vorweihnachtszeit, mit der Schulklasse in der letzten Schulwoche oder mit den Grosseltern an Weihnachten, sodass die Heim in Ruhe Bäumchen geschmückt werden kann, die Weihnachtsgeschichte gehört mittlerweile bei vielen Familien zum festen Weihnachtsprogramm. Planetariumskuppel eignet sich aber auch hervorragend dazu, eine schöne Stimmung zu kreieren. Und darum die perfekte Event-Location für ein Konzert beispielsweise. Und auch dieses Jahr wieder werden wir Kinderkonzerte mit dem Andrew Bond hier durchführen, als Teil unseres Weihnachtsprogramms. Für Fans von mehr klassischer Musik haben wir aber auch etwas im Programm. Auch die werden fündig, beispielsweise mit dem Richard Wagner. Der Wagner hat ja bekanntlich mehrere Jahre hier in Luzern gelebt. Und zusammen mit der Richard Wagner Gesellschaft ist so ein audiovisuelles Erlebnis entstanden, eine poetische Reise durch Raum und Zeit. Für Klassikfans haben wir aber noch mehr in unserem Programm. Die werden nämlich auch in unserem Filmtheater fündig. Und dort gehen wir jetzt gerade. Mit dem Nussknacker aus dem Bolschoi-Theater in Moskau. Oder Cinderella von Live von New York, von der Metropolitan Opera. Zwei Weihnachtsklassiker finden ihren Weg hier auf die grösste Leinwand der Schweiz. Andere Weihnachtsklassiker, die man traditionell rund um die Festtage genießt, sind auch dieses Jahr wieder Teil unseres Weihnachtsprogramms im Filmtheater. Love Actually, die romantische Komödie «Tatsächlich Liebe», kann man auch dieses Jahr wieder auf der grössten Leinwand der Schweiz geniessen. Und wieso nur eine Liebesgeschichte, wenn man 10 gleichzeitig sehen kann? Hello, lovely, lovely to see you all. Lovely. Lovely, yes. Love, 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 love. Oder reisen wir zusammen ins magische Land von Oz und helfen Dorothy und ihren Begleiter bei ihrem magischen Abenteuer. In einem der erfolgreichsten Filme überhaupt. Und mit Hirn, mit Herz und mit Mut sind wir nicht nur parat für Weihnachten, aber auch zum Jahr abschließen, für Silvester und für das neue Jahr 2022. Und darum werden auch die Berliner Philharmoniker dieses Jahr ihr traditionelles Silvesterkonzert wieder live bei uns auf der Leinwand übertragen. Und was wäre Silvester ohne Dinner for One? Der 20-minütige Kurzfilm, der Klassiker weltweit in vielen Ländern, ein fixer Teil des Weihnachtsprogramms. Und zusammen mit Miss Sophie feiern wir ihren 90. Geburtstag mit ihren Gästen, die leider schon alle lang verstorben sind. Same procedure as last year, Miss Sophie? The same procedure as every year, James. The same procedure as every year, James. So,
Das wären ein paar Highlights, ein paar Ausschnitte aus dem diesjährigen Weihnachtsprogramm hier bei uns im Verkehrshaus. Weihnachten steckt voller wunderbaren, wunderschönen Traditionen und die möchten auch wir gerne mit euch zusammen gemeinsam feiern können. Und darum stoßen wir an mit einem feinen, warmen Glühwein auf frohe Festtage, schöne Weihnachten und ein gutes Neues. Prost zusammen zum Wohl!